Das Favoritenformat hat sich ein klein wenig verändert. Ich habe bis dato immer 10 Favoriten vorgestellt. Ich möchte das Ganze noch weiter eingrenzen. Bis 10 Favoriten soll es in Zukunft sein. Heute stelle ich euch eine kleine Menge an Sachen und Serien vor, die ich gut fand. Und falls du dich dafür interessiert, was das war, das zeige ich dir nach dem Intro. Hallo, ich bin Coco vom Kanal Die kleine Coco. Ich habe mein Favoritenformat ein kleines bisschen geändert. Diese 10 Dinge, die gibt es schon unwahrscheinlich lange bei mir. Jetzt bin ich kein Mensch mehr, der krampfhaft immer 10 Dinge zur Verfügung hat. Ich möchte dieses Format ein bisschen regelmäßiger machen. Ich mache es relativ selten, das weiß ich. Ihr mögt dieses Format unwahrscheinlich gerne. Nun kann man sich aber Favoriten nicht immer aus dem Ärmel schütteln. Und es gibt halt manchmal auch weniger Favoriten. Deswegen verschwindet die 10 aus dem Titel. Aber ich werde maximal in diesem Format 10 Dinge vorstellen. Mehr wird es nie geben. Ja, also dass wir uns da ein bisschen verstehen. Und ich würde jetzt einfach sagen, wir legen jetzt mal los mit einer Serie. Die liegt hier nicht. Hier liegen die Sachen, die ich euch zeigen möchte, mit einer Serie. Und zwar ist es Snowpiercer. Snowpiercer hatte ich euch schon mal vorgestellt, ging jetzt in die 2. Staffel. Und ich liebe diese Serie. Die ist vielleicht ein bisschen trashig. Es gab mal einen Kinofilm, der ist nicht so gut gelaufen. Den habe ich auch angeguckt. Der war echt mega schlecht. Dieser Kinofilm oder diese Geschichte bietet das Grundgerüst der Snowpiercer-Serie auf Netflix. Und hier geht es grob gesagt um eine Umweltkatastrophe. Die Welt ist auf über 100 Grad runtergekühlt worden durch eine Umweltkatastrophe. Und eine kleine Anzahl an Menschen hat es geschafft, im Snowpiercer, das ist ein ganz, ganz langer Zug, zu überleben. Und die Geschichte befindet sich sozusagen in diesem Zug. Und in der 2. Staffel wird natürlich die Geschichte weitererzählt. Und ich liebe sowas halt, so Endzeitstimmung. Das kriegen sie meiner Meinung nach sehr gut hin. Man muss es halt mögen, ne? Ich lieb's. Ich kann es echt empfehlen, wenn du auch so ein Faible zu so Geschichten hast. Es hat sehr interessante Persönlichkeiten in der Serie. Also schau es dir mal an, gibt es auf Netflix. Wenn die Serie rauskommt, kommt sie nie komplett raus, sondern es wird immer eine Folge freigeschalten am Dienstag. Und ansonsten einfach komplett mal durchsuchten, die 2 Staffeln, je nachdem, wie schnell du mein Video anguckst. Schultechnisch waren die hier tatsächlich in letzter Zeit so absolut meine Favoriten. Sie haben sich leider schon ein bisschen verfärbt. Wer sich jetzt fragt, das sind doch Lederschuhe. Es sind Lederschuhe tatsächlich. Bei Leder mache ich als Veganerin eine Ausnahme, wenn das Leder aus dem Secondhand-Bereich kommt. Ich kaufe mir ausschließlich fast nur Secondhand-Klamotten. Ein kleiner Teil ist bei mir neu und nachhaltig. Es kann auch immer mal wieder passieren, ist bis jetzt erst einmal wieder passiert, dass ich aus dem herkömmlichen Produktionsbereich Klamotten kaufe. Ich habe mir Hausschuhe gekauft, die sind aus dem herkömmlichen Bereich, weil ich einfach nichts Gescheites gefunden habe. Und ja, die sind halt gebraucht, an denen gibt es ein Manko, das ist ein BVB-Buch. Warum lache ich? Ich musste das hier übermalen, weil da war auch ein BVB-Zeichen und kein Puma-Zeichen drauf. Ich finde es halt mega hässlich so. Deswegen bin ich mit dem Stift hergegangen und habe das gelbe BVB-Zeichen übermalt. Fühlt euch nicht angegriffen, wenn ihr BVB-Fans seid. Ich bin es halt nicht. Ich wollte die Schuhe nur so zum So tragen und ich finde die halt mega bequem. Und habe die halt echt für einen kleinen Preis im Secondhand geschossen. Ich sehe das halt einfach so bei Leder. Wenn es aus dem Secondhand-Bereich kommt, möchte ich natürlich das auch hochheben, dass Schuhe eben so lange getragen werden, bis sie kaputt gehen. Jetzt würde das Ganze natürlich keinen Sinn machen, wenn ich mir zigtausend Schuhe hole. Und das kriege ich auch immer wieder mit, bloß weil eure Schuhe aus Kunstleder ist, bedeutet das nicht, dass der Schuh wirklich auch vegan hergestellt ist, weil so ein Kleber natürlich auch tierische Inhaltsstoffe haben kann. Ne?
Also, wie gesagt, Secondhand-technisch greife ich immer auf Leder zurück. Das ist so meine Entscheidung. Ich habe lange mit mir gerungen. Ich habe halt oftmals auch Schwierigkeiten einfach mit Kunstlederschuhen gehabt bis dato. Also, da hatte ich bis dato noch nicht die allerbesten Erfahrungen. Und gerade bei so festem Schuh, also der einigermaßen fest sein soll, greife ich gerne auf sowas zurück. Die halten bei mir aber dann auch eine Weile. Ich trage ich meistens mal, bis ich sie richtig runtergerockt kaputt gemacht habe. Und ich würde mir niemals ein neues Leder mehr kaufen, absolut nicht. Bei nachhaltigen Geschichten, die eben aus Resten hergestellt werden, man kann nämlich ganze Teile Leder wieder aus Resten herstellen. Da gibt es bestimmte Methoden dazu. Das weiß ich nicht. Also meine Entscheidung ist wirklich die, dass Secondhand für mich halt erheblich ist, wenn ich mir eben sowas hole. Und ich liebe die Schuhe. Ich trage die echt gerne. Sie sind innen schon wieder einigermaßen, naja, bisschen kaputt. Da geht der Stoff so schnell kaputt bei denen. Das ist ganz komisch bei den Pumas. Ja. Ja, Trockenshampoo. Also ich kaufe auch Zero Waste ein, aber nicht hauptsächlich. Das habe ich leider echt noch gar nicht geschafft. Inzwischen hat mein Unverpacktladen andere Öffnungszeiten und da bin ich ganz froh. Ich habe ein unverpacktes Trockenshampoo. Naja, es ist schon verpackt, aber es ist ein Papier. Puromatics ist das. Es ist leider die falsche Farbe. Es gibt tatsächlich eine Farbe, die ist ein bisschen mehr in meiner Richtung. Ich habe halt einfach immer noch Probleme mit meiner Kopfhaut. Ich habe vor 2 Jahren habe ich meine Pille abgesetzt. Ist ein bisschen mehr wie 2 Jahre jetzt. Und mein Körper ist immer noch total beleidigt mit mir, geschweige denn meine Kopfhaut fettet halt auch. Und da versuche ich halt, das so lang wie möglich wirklich also die Haare schon auseinanderzuziehen. Und es geht damit ganz gut. Man muss es halt ab dem zweiten Tag, muss man es halt dann jeden Tag drauf machen. Und das ist wie abgepudert. Einfach, das funktioniert echt gut. Ich habe bis jetzt kein Trockenshampoo gehabt, was so gut funktioniert hat. Man muss es halt so auftragen. Das ist das Einzigste. Und es hat 8 € oder so gekostet. Aber das hält halt echt auch lange. Also ich habe jetzt mindestens, glaube ich, 4 Monate an dem Teil rumgemacht. Knapp so 4 Monate. Also es reicht wirklich eine ganze Weile, wenn du. Also bei mir ist es ja extrem. Also durch das, dass ich am zweiten Tag anfange und am fünften Tag meine Haare wasche, brauche ich auch ein bisschen mehr. Aber wer halt nur so ab und zu die Haare auffrischen möchte, dem hält es natürlich umso länger. Und wie gesagt, es ist Pappe, kein Plastik und nichts. Das kann man bestellen, ihr müsst aber auch mal in eurem Unverpacktladen nachfragen, ob es das gibt. Ich habe die Marke aber auch schon mal im Online-Shop von Rossmann gesehen. Bei einem Parfum, das in die Richtung geht, hätte ich nie gedacht, vielleicht gerade durch das Pilleabsetzen, durch die Veränderung des Hormonhaushalts, dass es bei mir auf einmal so gut funktioniert. Ich war immer jemand, der so ein, oder ich habe es gemeint, der so einen leichten Vanilleton im Duft haben musste. Hab mir natürlich auch Düfte jetzt geholt, die ich euch noch vorstellen möchte. Der hier ist einfach super. Hab mir Düfte geholt, wo ein Vanilleanteil drin ist. Das mag ich momentan lustigerweise fast gar nicht. Und der hier, der riecht einfach super. Das ist gerade so krass mein Favorit. Das ist die 044 von Larisse. Ich habe Larisse Videos gemacht. Das ist der Duftzwilling zu Chador von Dior. Wer Chador kennt und ein veganes Parfüm haben möchte, da ist das vielleicht was, weil hier werden definitiv keine tierischen Bestandteile verarbeitet und auch so wird im Unternehmen keine Tierversuche durchgeführt. Also ist die Marke für mich deswegen halt so interessant. Du zahlst 20 € für so einen Duft. Und die Qualität ist halt einfach einzigartig. Der hält bei mir am längsten im Moment. Ich habe jetzt einen anderen dran, der eben diesen Vanilleduft intus hat. Und der Duft hat sich nicht aufgelöst, aber ich rieche ihn gar nicht mehr. Also meiner Nase darf man diesbezüglich nicht vertrauen, weil bei mir ist der Geruchssinn ist stellenweise so ein bisschen gestört, auch weil ich wahrscheinlich Heuschnupfen und so habe.
ich rieche manche Sachen nicht oder meine Nase ist sehr schnell übersättigt. Und ich nehme deswegen manche Sachen auch nicht mehr wahr oder mein Geruchssinn schaltet sich komplett ab. Und die 044 trage ich tatsächlich auch gerne in den Haaren. Jetzt sprühe ich mir das nicht gerne, also nicht komplett in die Haare rein, sondern nach oben sprühen und den Kopf drüber halten, dass der Nebel halt so langsam runterfährt. Und ich liebe es, ich liebe es. Ich hätte nicht gedacht, dass das ein Duft für mich ist. Als ich die vier Düfte, die ich mir geholt habe, war das eigentlich das, was ich am wenigsten mochte. Jetzt harmoniert das so gut, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Wieder ein sehr großer Favorit und ich zeige ihn gerne so oft, wie es nur geht. Das Mikroplastik ist aus diesem Produkt wirklich weg. Mikroplastik ist halt echt schwierig in unseren Gewässern. Durch das, dass wir Carbomere in Kosmetik einbauen, aber auch in dekorativer Kosmetik, machen wir nach und nach unsere Umwelt kaputt. Man kann es wirklich so sagen, nur weil hier das jetzt draufsteht, heißt es das nicht, dass das DM bei allen Produkten durchgezogen hat. Das hat DM bei den eigenen Produkten durchgezogen. Es liegt jetzt an uns, dass wir wirklich den anderen Herstellern klar machen, wir wollen das auch in anderen Sachen so haben. Und ich bin so froh, das erste Produkt, was ich mir davon geholt habe, das war noch mit Mikroplastik. Das ist jetzt auch schon wieder fast leer. Und das ist echt so, oh, das geht so schnell. Ich bin heute Morgen so faul, ich bin so krantig morgens, weil ich aufwachen musste, weil ich aufstehen musste. Ich bin so ein Morgenmuffel. Und dann möchte ich natürlich Produkte haben, die halt auch schnell gehen. Und das ist so ein Waschgel echt gut. Habe ich wirklich festgestellt. Und hier haben wir halt das Ultrasensitiv-Waschgel, habe ich schon mal vorgestellt. Falls du das Video nicht kennst, guck es dir gerne nochmal an, wie wichtig es eben auch ist, Produkte zu verwenden, die nicht parfümiert sind. Das ist das A und O. Und das ist so ein Produkt komplett ohne. Und ich mag das. Ich werde es mir wieder kaufen. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so ein gutes Produkt, so ein Dauerbrenner für mich bei DM finde. Ich hätte es echt nicht gedacht. Da wird es in Zukunft auch noch ein Video geben zu allen drei Produkten, die ich bei der Shenya gekauft habe. Das ist ein Inkipedia-Produkt. Das ist die Vitamin C-Creme mit Ceramiden und B3. Ich hätte nicht gedacht, dass ich diese Creme unter dem Sonnenschutz auftragen kann. Ich hätte es nicht gedacht, weil ich gehe eher, was Mischhaut betrifft, so in Richtung fettig, nicht mehr so stark. Also ich habe hier so trockene Bereiche, ich habe hier so extrem fettig, da ist es noch ein bisschen fettig. Also meine Haut ist trockener geworden, aber sie ist immer noch, ne, also mischhauttechnisch immer noch in einem Bereich, wo sie fettiger ist als bei einem Typ, der eine normale Haut hat. Und da muss ich halt echt immer abwägen, entweder Sonnenschutz oder Pflege. Und Sonnenschutz muss auf jeden Fall sein. Und ich hätte nicht gedacht, dass ich ein Produkt finde, was ich unter den Sonnenschutz auftragen kann. Und ich liebe den Spender. Das ist natürlich nicht für jedermann was. Also aus dem Spender kommt nicht viel raus. Das heißt, man kann sparsam rausholen und kann es halt wirklich auch dann so auftragen, wie man es braucht. Etwas, was ich halt echt nicht leiden kann, ist, wenn ein Produkt viel zu viel, also wenn der Spender viel zu viel rauslässt und du einfach nicht weißt, wohin du das schmieren sollst. Ist manchmal auch so gewollt, weil der Hersteller natürlich will, dass du viel von diesem Produkt wieder nachkaufst. Ne? Und das ist ja nicht so. Ich mag ihre Produkte total gerne. Es wird demnächst ein Video geben. Ich bin fast fertig mit dem Testen, dass ich halt mir zu dem einen oder anderen Produkt wirklich eine Meinung gebildet habe. Und die ist durchweg positiv. Und das wusste ich halt schon. Shenya macht sich Gedanken um ihre Produkte. Also die durchdenkt wirklich, was sie da verkauft und nicht. Ich finde es mega gut. Also, ich hätte echt nicht gedacht, dass ich jemals eine Creme finde, die ich mit dem Sonnenschutz zusammen auftragen kann. Was jetzt für den einen oder anderen vielleicht so ein bisschen unlogisch klingt. Wieso nimmst du kein Kombiprodukt? Du musst 1 Gramm Sonnenschutz auf dem Gesicht auftragen und ein Kombiprodukt ist manchmal nicht ganz so cool. Deswegen trägt man es getrennt auf. Und klar gibt es Sonnenschutzprodukte, die ein bisschen mehr pflegen. Jetzt habe ich was, was ein bisschen weniger pflegt, mehr Feuchtigkeit spendet und da ist das halt einfach super gut. Das kombiniert sich so gut. Das kann ich euch gar nicht sagen. Ich lieb's
und mal schauen, ob ich es mir nachkaufen werde. Ich teste halt viel, aber es wären auch Nachkaufprodukt definitiv. Was sind deine Favoriten aus der letzten Zeit? Gerne unten in die Kommentare. Vielleicht lerne ich neue Produkte oder neue Serien oder neue Klamotten durch euch kennen. Ihr wisst ja, ich bin so eine nachhaltige Öko-Tante. Mir ist es natürlich wichtig, dass ich meinen Idealen nachgehe. Das muss natürlich nicht jeder von euch machen, das definitiv nicht. Aber gerne mal ein paar Favoriten, die du dir ausgesucht hast aus der letzten Zeit, gerne mal unten reinpacken. Ich finde es immer super spannend, von euch zu lesen und eben mitzubekommen, was ihr gut fandet. Ich melde mich an der Stelle wieder, bedanke mich bei dir fürs Einschalten. Gib mir doch einen Daumen nach oben, falls dir mein Video gefallen hat. Ihr wisst, mein Abo ist kostenlos und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, tschüss!